So, wir spielen jetzt CSGO, Freunde. Und so, da gehen wir jetzt hin und ich lerne mit euch gemeinsam surfen. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, ich werde der neue Surf-CSGO-Weltmeister? Ich konnte noch nie surfen. Ich habe es einmal versucht, habe es einmal geschafft. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich es hinkriege. Ich muss so machen. Ah! Man muss so mit dem Ding mitgehen, oder? Ich habe First Stage geschafft, Freunde. Bin Surf-Profi, ich sag euch. Gar kein Problem. Ich hatte so wenig Schwung. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht geradeaus? Ich verstehe das nicht. Ey, ich hab's geschafft. Ajo. Okay, was ist das denn jetzt hier? Okay, ich muss jetzt da unten durch. Okay, das hat wirklich auf einmal wirklich super geklappt. Okay, was ist der Trick? Wie komme ich da unten lang? Ey, ich hab's geschafft, Freunde. Gar kein Problem. Easy, easy is that. Okay. Ey, das macht actually Bock, Freunde. Also wenn ich jetzt gerade ausschaue und einfach nur den hier mache, dann falle ich doch aber runter, oder? Lol, okay, nein. Alright, aber ich war doch gerade schon im Loch, oder? Ach, ich darf die Seiten von dem Loch nicht berühren, oder was? Oh, strong! Jungs, ihr seid es. Wie kriegt man Schwung beim Surfen? Das habe ich nämlich noch nicht verstanden so richtig. Okay, es sah doch schon mal besser aus, oder? Also verliere ich quasi in der ersten Kurve schon zu viel Speed, um in der zweiten genug Speed zu haben? Muss ich auch springen oder so? Du verlierst beim ersten Switch zu viel. Und wie verliere ich da weniger? Es ist so schwer, warum ist es so schwer? Ah, es ist so scheiße! When landing on a ramp, you want to start near the top and work your way down to gain speed. At the end of the ramp, move slightly upwards, and that's how you get enough distance to cross most ramps. It's important to make this entire slide as smooth as possible to avoid losing any speed. Okay, ich will direkt ausprobieren. Let's go. Jungs! Okay. Ich glaube, ich muss auf der zweiten Rampe weiter oben landen, wisst ihr? So professionelle Surfer, die das so seit Jahren machen, schaffen das in so ein paar Sekunden auf wirklich easy angelehnt. Ich mache mir hier komplett zum Vollidioten. Passt! Ah, Mann, es ist so schwer! Ich raste aus, oh mein Gott! Wird richtig saui. Saui, Leute. Oh, Mami. Oh, shit. Freunde, wir haben es geschafft. Das ist so amazing. Wir haben es geschafft. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, okay. Kleine Erfolgserlebnis. Das ist ein großes Erfolgserlebnis. Könnt ihr bitte klein bechatten. Holy shit. Leute, habt ihr irgendwie eine Ahnung, was jetzt hier der Call ist? Also soll ich hier einfach unten lang, bis ich hier genug Speed habe, um hier oben hinzukommen? Oder was ist hier der Plan, Freunde? Weil ich verstehe es nicht ganz. Mann, es ist schon wieder so scheiße schwer. Oh, we did it, gar kein Problem. Hä, was ist denn jetzt hier der Turn, Alter? Jetzt muss ich da drum rum oder was? Er soll machen. Los, mach du. Los, tu's. Hä? Wie, Cheater, Alter. Wie kommt der denn da so easy rum? Wie springt der da überhaupt ab? Ich bin der Meinung, es ist nicht so schwer. Ich glaube, es ist schwerer, hier rumzukommen irgendwie. Ich verstehe halt auch die Dynamik dahinter nicht, wie man so schnell hier wieder rechts kommt. Also wie komme ich so schnell wieder rechts? Muss ich nur rechts, muss ich nur D drücken in dem Moment oder muss ich auch rechts fliegen oder dahin gucken?
Hey Bro, kann ich hier einfach kurz rüber? Geht das? Hey, wir könnten es schaffen. Oder auch nicht. Digga, was? Ja, die Stage ist zu schwer für dich. Du schaffst das nicht. Das Warum ist es zu schwer hören. Für mich? Ich glaube einfach nicht, dass du diese Strafing gut genug drauf hast, um das jetzt... Du musst auf einer Seite bleiben und über die gleiche Seite weg von der Rampe und wieder. Ich verstehe gar nicht, wie du das machst, dass du von der gleichen Seite so kurz weg und wieder reingehst. Ja, deswegen sage ich dir, du musst die Lausche aussperren, aber vielleicht kannst du noch was lernen. Wie soll das denn funktionieren überhaupt? Funktioniert folgendermaßen, guck mich an. Du kannst, das hat er auch im Video gesagt, weißt du, das ist wieder, du musst zuhören, ja? Pass auf, links, rechts, rechts oder einfach nur rechts. Dann hast du mehr Speed, um in die Ramp zu starten und dann kann man alles Mögliche machen und kommt auf jeden Fall zum Ende. Okay, aber ich bin stolz auf mich, dass ich die eine geschafft habe. Ich lasse es jetzt.